Hallo Freunde von Warsanda, hier ist wieder euer PvP OK und ich bringe euch heute ein Video mit einem deutschen Jäger aus der deutschen Produktion mit einem Battle Rating von 2.0 und es ist der Jäger Heinrich Emil 112-Anton Otto, also eine Heinkel 112 AO. Die Maschine hat eine 20 mm Kanone und hat eine Geschwindigkeit von 490 km/h und eine Wendezeit von 16,2 Sekunden. Und was mir aufgefallen ist, bei manchen Flugzeugen wird mir die Anzahl der noch übrigen Munition angezeigt und bei manchen Flugzeugen nicht. Wer da mir eine Erklärung abgeben kann, da wäre ich froh drüber, wenn man mir das mal irgendwo in einem Kommentar schreiben würde. Also im Menü selber ist bei mir immer alles richtig angehakt. Entweder liegt es an den verschiedenen Flugzeugtypen, die einen können es anzeigen, die anderen nicht, ich weiß es nicht. Drum bitte ich da mal vielleicht um eine Erklärung, wenn jemand was darüber weiß. Ja, die Heinkel He112 hat es also in verschiedenen Versionen gegeben. Diese Version, das ist die AO und die zweite Version ist die BO oder B0. Konnte ich nicht genau rauslesen, ob das jetzt ein O oder eine 0 ist. Ist aber, glaube ich, meines Erachtens auch nicht unbedingt gerade das Wichtigste. Ja, was sagt die Geschichte über das Flugzeug? Die Heinkel He112 war ein deutsches Jagdflugzeug, das von Ernst Heinkel als Projekt für den Jagdflugzeugwettbewerb des RLM Reichsluftfahrtministerium im Oktober 1935 in Auftrag gegeben wurde. Konstruiert wurde es von den Gebrüdern Walter und Siegfried Günther. Es galt dabei, ein modernes Nachfolgemuster für die veralteten deutschen Doppeldeckerjäger Heinkel He51 sowie den Arado AR68 zu finden. Die Tests und der Vergleich mit den Konkurrenten, und zwar mit der Bf109, der FW, also der Fuggerwulf 159 und der AR80, erfolgten durch die Erprobungsstelle See in Travemünde. Ja, und dann hatte natürlich die Kommission wieder mal ein bisschen was auszusetzen. Da ist also bemängelt worden, dass das Fahrwerk in den Tragflächen angeschlagen war. Also das heißt, die Räder sind dann eingeklappt und lagen in der Tragfläche. Das wollte man eigentlich nicht, weil es wurde verlangt, dass der Rumpf auch ohne montierte Tragflächen selbstständig beweglich sein und auf Eisenbahnwagen der Deutschen Reichsbahn unter Einhaltung des Lichtraumprofiles verladefähig sein sollte. Dies sollte die Wartung der Flugzeuge auf Feldflugplätzen erleichtern und es sollte weiteres das Wechseln von beschädigten Tragflächen ohne spezielle Vorrichtungen ermöglichen und auch die Bergung und Rückholung außen gelandeter Flugzeuge erleichtern. Also die Kommission, die das Flugzeug also bewertete, hat also klare Zielvorgaben gehabt. Man wollte also damals schon darauf schauen, dass das Flugzeug, wenn es draußen im Einsatzgebiet ist und angeschlagen ist, dass man also hier schnellstmöglichst Teile auswechseln kann, ohne dass man hier sehr große spezielle Vorrichtungen dafür braucht.
Und das führt ja eben dazu, dass auch bei Messerschmitt, zum Beispiel bei der Bf 109, das war dann auch der Sieger von der Ausschreibung, der Radabstand relativ schmal gewesen ist. Und das hat dann sehr oft zu vielen Stadt- und Landeunfällen geführt, wenn Seitenwind gewesen ist. Also es war also da nichts Rechtes, was man da so quasi entwickelt hat, weil der Rumpf ist ja nicht recht breit, also können die Räder auch nicht recht breit auseinanderstehen. Ja, und das Reichsfahrt-Luftministerium hat sich dann für die Bf 109 als Standardjäger der deutschen Luftwaffe entschieden, weil Heinkel sollte sich eigentlich auf den Bomber He 111 konzentrieren. Und zum anderen war eben die Bf 109 einfacher und vor allem auch viel billiger zu produzieren als wie die He 112, die wir jetzt also hier fliegen. Dann die Weiterentwicklung der He 112A zur Version B wurde weitergeführt und die bekam dann auch einen neuen Motor, und zwar den Jumo 210EA, und hatte zwei 20 mm Maschinengewehre drinnen und zwei 7,92 mm Geschütze. Es wurde also dann durch die Kommission entschieden, dass also die Bf 109 das Rennen macht und die He, also die Heinkel 112, die hat man dann für den Export freigegeben. Also Kunden waren da unter anderem auch die kaiserliche japanischen Luftstreitkräfte. Und ich glaube, so gut muss das Flugzeug gar nicht gewesen sein, die 112. Sind da also einige runtergefallen vom Himmel, also keine natürliche Landung, und es wurden auch nicht viele gebaut. Es wurden also von der AO, sage ich jetzt mal, Version 17 Stück gebaut, aber als Export wird das Ding wohl der Renner gewesen sein, möglicherweise, weil die Japaner, die haben 30 Stück gekriegt und die Spanier 19, die Ungarn 3 und die Rumänien haben 30 Stück von dieser Maschine bekommen. Also die haben sich irgendwie drum gerissen, warum weiß ich jetzt auch nicht. Weil ich selber muss sagen, bin eigentlich auch nicht ganz so von der Maschine begeistert. Weil mit der Wendezeit von 16,2 Sekunden ist es also nicht gerade unbedingt die schnellste Maschine, und bei der Geschwindigkeit mit 490 km/h, die ich eigentlich auf gerader Flugstrecke, glaube ich, eigentlich noch nie erreicht habe. Und im Sturzflug ist, glaube ich, bei 600 oder bei 650 km/h zappenduster, da klappt sie die Flügel ein, die könnt ihr dann vergessen. Also passt auf, wenn er im Sturzflug runtergeht. Über 600 wird es dann also sehr, sehr kritisch. Ansonsten habe ich festgestellt, wenn ich mir irgendein Flugzeug raussuche und dann auf der Startbahn bin, dann ziehen die anderen Flugzeuge von meinen blauen Mitstreitern immer alle recht schnell an mir vorbei. Die sind immer schneller wie ich, auch in der Luft. Und ja, das nervt halt manchmal, wenn man dann zu einem Zielgebiet fliegt. Und weil die Jäger, wisst ihr ja selber, kaum ist man im Zielgebiet angekommen, dann sind auch die feindlichen Jäger auch schon da. Also viel Zeit, um irgendwelche Bodenziele zu bekämpfen, hat man eigentlich nicht. Und mir ist ja schon oft passiert, wenn ich gestartet bin, dann kamen die ersten Bomber von ihrem Einsatz schon wieder zurück. Die haben es also da in der Regel besser, die haben mehr Zeit,
ist klar, sind auch wesentlich langsamer, fliegen ja bloß mit 200 und ein paar zerquetschte sowas, maximal mit 300 irgend sowas Kilometer die Stunde. Ja, so begeistert bin ich also auch nicht von dem Flugzeug unbedingt. Liegt halt auch wahrscheinlich daran, dass ich dann so meistens immer der Letzte bin, der da irgendwo hinkommt. Und die Steigrate, ja gut, die ist auch nicht so weltbewegend. Ich glaube, die war irgendwie bei 12 oder 17 Meter oder irgend sowas pro Sekunde gelegen. Also man kann da ganz schön auf die Tube drücken, damit man nicht Geschwindigkeit en masse verliert, wenn man ein bisschen steigt. Ich versuche es halt immer so zu machen, ich steige ein kurzes Stück, um relativ meine Geschwindigkeit halten zu können, fliege dann wieder ein Stück geradeaus oder waagrecht vielmehr und steige dann wieder. Das ist also wie gesagt schon Geschmackssache. Man kann auch voll durchziehen. Wenn man also den Winkel der Steigung so hat, dass die Geschwindigkeit nicht abnimmt, sondern gleich bleibt, kommt man meistens auch bis ins Zielgebiet auf eine anständige Höhe von 2,5 bis 3000 Meter. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber rausfinden, was für ihn sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Und wie er es am besten mit seinem Flugzeug handhaben möchte. Ja, die Trefferquote liegt bei mir hier eigentlich nicht ganz so gut, muss ich sagen. Die 20 mm Kanone, die macht schon ein bisschen was her, das ist unumstritten. Aber anscheinend treffe ich doch wohl nicht immer so genau, dass das schöne Auswirkungen hat. Gut, da muss ich dann noch ein bisschen wohl üben, gehe ich mal davon aus, dass das also nicht an der Kanone, sondern an mir liegt. Wobei ich aber auch schon festgestellt habe, ich habe also meine Waffenkonvergenzpunkt habe ich auf 800 Meter eingestellt. Fange also auch, wenn es geht, bei 800 Meter die Schießen an oder kurz davor. Und trotzdem habe ich bei den gegnerischen Flugzeuge keine solche Wirkung, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ich kann da also ganz schön draufsemmeln, bis da mal ein Flugzeug einen Geist aufgibt. Ansonsten sind das wahrscheinlich alles nur gestanzte Löcher, die ich da in das Alublech oder was weiß ich, was die da verarbeitet haben, reinstanze bei die Gegner. Aber ich bin ja auch noch nicht recht weit mit meinem Forschungsbaum. Ich versuche zwar bei allen Nationen gleichmäßig zu forschen und bei einem Battle Rating von 2.0 hier bei den Jägern, naja, das ist wohl noch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber es wird schon, nur nicht aufgeben. Ja, das Video habe ich jetzt auch wieder aus 6 verschiedenen Games zusammengeschnitten und da hat man es jetzt auch gesehen, also mir kommt es so vor, wenn ich auf das Flugzeug ziele und mein grüner Punkt, den ich habe, also nicht der Kreis, sondern der Punkt selber, wenn ich dann den Abzug betätige, sollten ja eigentlich die Kugeln dahin gehen, wo eigentlich dieser kleine grüne Punkt ist. Aber ich sehe das immer, dass das immer relativ tief ist. Also ich eigentlich mehr drunter schieße um das Ziel. Müsste ich noch ein bisschen weiter vorhalten.
Ja, dann möchte ich mich bei euch entschuldigen für den Ton, der nicht dabei ist, also sprich der Original-Sound vom Spiel, vom Game, ist fort, weg, verloren gegangen. Keine Ahnung, wer den mir gestohlen hat. Auf jeden Fall nach 6 Videos, die ich jetzt zusammengeschnitten habe, war in keinem dieser Videos ein Ton dabei. Was da wieder bei Microsoft oder bei mir schiefgelaufen ist, weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal prüfen, damit es beim nächsten Video wieder mit Hintergrundsound ist. Deswegen gibt es nämlich jetzt auch nur lapidare Musik dazu. Ja, Freunde von Wasander, ihr habt es gleich geschafft. Das Video geht knapp, nicht ganz 18 Minuten. Ihr müsst es nicht mehr allzu viel anschauen, das ist jetzt gleich rum. Darum sage ich jetzt schon einmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video anzuschauen. Vielleicht hat es den einen oder den anderen wieder gefallen. Das könnt ihr mir ja in einem Kommentar schreiben, wenn ihr lustig seid. Oder wem es besonders gut gefallen hat und der glaubt, dass meine Videos nicht allzu schlecht sind, der kann ja auch ein Abo ziehen, also meinen Kanal abonnieren. Täte ich mich natürlich auch riesig drüber freuen. Und wer Ratschläge hat, immer her damit. Sie werden zwar nicht immer gleich umgesetzt im nächsten Video, weil ich ja meistens noch 3, 4, 5 Videos auf Halde habe. Ich kann das dann immer erst im 5. oder 6. Video umsetzen. Auch einmal recht herzlichen Dank an diejenigen, die mir manchmal gute Ratschläge gegeben haben. So, dann sage ich mal Dankeschön und tschüss. Man hört sich, sieht sich, schreibt sich gegebenenfalls. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Danke, tschüss, das war's, euer PvP. Okay.